Sarah Wagenknecht war bei Ulrike Herrmann zu Gast, nämlich auf dem Kanal von Gregor Gysi. Missverstehen Sie mich richtig, heißt der. Vielleicht kennt ihr den, vielleicht nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall schauen wir uns jetzt das Interview zwischen den beiden an und schauen uns mal an, was Wagenknecht auf viele kritische Fragen, vor allem in Bezug auf die Ukraine, zu sagen hat. Ich habe es mir vorher nicht angesehen, aber man sieht hier unten an den Infotafelchen ja schon, dass es sehr viel um die Ukraine und um Russland gehen wird. Also ich bin sehr gespannt. Wenn was nicht so interessant sein sollte, dann überspringen wir den Teil. Aber ja, ich dachte jetzt Minute 17, hier geht es nämlich um die Unterschiede zur Linkspartei. Das könnte der erste spannende Abschnitt werden. Ich habe mir das Interview vorher noch nicht angesehen. Das heißt, ich bin, also für mich ist das genauso neu wie für euch, wenn ihr das hier seht. Okay, also wir beenden das mal, das Nachtreten und die Rückschau, und kommen jetzt mal zu Ihrer neuen Partei. Da fällt ja als erstes auf, die heißt ja nun Bündnis Sarah Wagenknecht, dass das alles nach Ihnen benannt ist. Und das hat auch Irritationen ausgelöst. Das ist ja in Deutschland völlig neu, dass eine Partei nach einer Person heißt. Können Sie das nachvollziehen, dass das irgendwie viele verwundert hat, dass Sie jetzt eine Namenspartei sind? Das soll ja auch nicht so bleiben. Aber es ist schon ein Problem junger Parteien, dass sie überhaupt erst einmal identifiziert werden müssen vom Wähler auch auf dem Wahlzettel. Also es gibt zig Parteiengründungen. Ich habe jetzt mal gesehen, bei der Europawahl sind über 30 Parteien zugelassen worden. Wir werden auf diesem Wahlzettel irgendwo ganz unten stehen, Platz 20 plus. Da stehen lauter Parteinamen, die Sie alle wahrscheinlich noch nie gehört haben, weil die alle jetzt irgendwann gegründet wurden. Neue Mitte, Bündnis Deutschland, weiß der Teufel. Also alles Mögliche. Und nein, so heißt wahrscheinlich keine. Also wenn wir sie so genannt hätten, hätten die Leute sie sogar gefunden. Aber wir hatten ja zum Beispiel überlegt, erstmal Bündnis Vernunft und Gerechtigkeit, ne, oder so. Das ist ja ein schöner Name. Aber die Frage ist, merkt sich das irgendeiner, wenn er dann so eine Liste hat und da lauter schöne Namen stehen? Und ich selber hätte natürlich bei der Europawahl logischerweise nicht draufgestanden. Ich stehe auch bei den Landtagswahlen nicht drauf. Aber es gibt ja viele Menschen, die schon sagen, ja, die Partei von der Sarah Wagenknecht, da wissen wir, wo die hin will, die würden wir wählen. So, und wenn sie die da nicht finden auf dem Wahlzettel, dann hätten wir ja doch irgendwie Pech gehabt. Und das war die Idee, dass wir eine sehr junge Partei, die sich erstmal noch etablieren muss, die erstmal noch auch sich verankern muss im Parteienspektrum, mit einem Namen identifizierbar machen, sodass auch die Menschen wissen, okay, Sarah Wagenknecht, ja, da wissen wir, wofür sie steht. Wir wissen, was die Kernpunkte des Programms sind. Wir haben ja auch ein Gründungsprogramm. Also war immer gesagt, wir haben kein Programm. Wir haben ein Gründungsprogramm. Das ist zwar nur 5 Seiten lang, aber es zeigt, wo wir hinwollen. Und ich habe ja natürlich auch meine Programmatik zum Beispiel in dem Buch ja auch dargelegt und in vielen öffentlichen Auftritten. Es gibt ja auch 20 Seiten zur Europawahl. Und es gibt sogar 23 Seiten zur Europawahl. Also natürlich haben wir auch Programme, aber es ist, glaube ich, über mich leichter identifizierbar, was das für eine Partei ist. Und dass eine Partei, die im Januar gegründet wird, jetzt immerhin bei fast allen Umfragen oder ich glaube inzwischen bei allen über 5% liegt, also zumindest auf 5% oder drüber, das ist ungewöhnlich. Das schafft man normalerweise nicht. Und dafür ist der Name quasi der Hebel gewesen. Nach der Bundestagswahl werden wir wahrscheinlich dann versuchen, die neuen Namen zu finden. Gibt es denn da schon irgendwelche Favoriten? Naja, die einfachste Variante wäre, also es heißt ja jetzt Bündnis Sarah Wagenknecht, Vernunft und Gerechtigkeit. Und natürlich könnte man dann einfach meinen Namen rauslassen, dann wäre es Bündnis Vernunft und Gerechtigkeit. Vielleicht haben wir aber auch noch eine andere Idee. Wenn wir einmal im Bundestag sind als Fraktion, dann haben wir natürlich den ersten wichtigen Schritt gemacht. Und ich will ja, also sag mal, warum tun wir uns das alle an, so eine Partei zu gründen? Weil wir der Meinung sind, da gibt es wirklich eine große Repräsentationslücke. Viele Menschen haben mir immer gesagt, sie wissen nicht mehr, was sie wählen sollen. Und diese Partei soll sich ja auch verankern. Die soll ja jetzt nicht mal eine Eintagsfliege sein für die nächsten 5 Jahre. Die soll, hoffe ich, auch in 20 Jahren noch da sein. Aber ich werde in 20 Jahren bestimmt keine Politik mehr machen. So jung bin ich auch nicht mehr. Und deswegen, klar, muss der Name irgendwann weg, weil die Partei sich natürlich dann auch davon emanzipieren muss. Aber irgendwann. Im Augenblick wirkt es ja so ein bisschen undemokratisch, nicht? Weil man sich ja nicht vorstellen kann, wie bei einer Partei, die dann Sarah Wagenknecht heißt, es Meinungen möglich sind, die sich nicht mit denen von Sarah Wagenknecht decken. Also es fällt mir irgendwie schwer.
geht es ja die ganze Zeit um Parteinamen. Ich hatte gehofft, dass Wagenknecht mal über die Unterschiede zur Linken reden würde, wie uns hier unten versprochen wurde. Der Name ist, also Wagenknecht hat es gerade erklärt, ist relativ logisch. Viele Wähler interessieren sich nicht groß für Politik, aber sie kennen halt den Namen Sarah Wagenknecht. Und damit der Parteiname leichter gefunden wird, nennt man die Partei halt nach ihr. Ist jetzt nicht so kompliziert zu verstehen. Schwer, mir dieses Szenario vorzustellen. Na, es gibt eine Grundausrichtung, da sollte eine Partei sowieso in eine Richtung gehen. Also ich meine, wir haben ja auch alle, also zumindest ein Teil von uns kommt ja aus der Linken. Gar nicht so viele, wie man vielleicht denkt. Also bei den Ostverbänden ist es teilweise so, dass sogar mehr Menschen eigentlich vorher parteilos waren und jetzt bei uns sind. Aber zumindest ein Teil von uns kommt aus der Linken und wir haben leidvoll über all die Jahre erlebt, wie es bedeutet, wenn in einer Partei Menschen sind, die eigentlich in völlig unterschiedliche Richtungen wollen. Ich will gar nicht die Richtungen bewerten, aber das ist ein Problem. Das ist ein Problem für den Wähler, weil der Wähler ja gar nicht weiß, was wähle ich eigentlich. Und es ist auch ein Problem für die innerparteiliche Diskussion, weil man ständig damit befasst ist, sich gegenseitig irgendwie zu bekämpfen, zu bekriegen, zu intrigieren und eigentlich nicht das macht, was wofür Politiker da sind, nämlich für den Wählern wirklich Politik zu machen. Und deswegen will ich schon eine Partei auf den Weg bringen, wo der Wähler weiß, die will da und dahin. Und das ist schon ein Grundprogramm, ein Grundansatz, wo wir alle gemeinsam hinwollen. Und dann gibt es natürlich Nuancen, dann gibt es Facetten, da gibt es sicherlich auch Unterschiede, aber eben nicht in der Grundausrichtung. Die sollte es auch nicht geben. Sie haben mal gesagt über diese Grundausrichtung, wir sind keine Linke 2.0. Was bedeutet das jetzt konkret? Also Sie müssen jetzt nicht Ihr ganzes Wahlprogramm erzählen, sondern so 5 kurze Beispiele, was Sie jetzt von der Linkspartei unterscheidet, weswegen Sie nicht eine Linkspartei 2.0 sind. Also zunächst muss man darüber reden, was ist heutzutage, was ist links? Also damit fängt ja schon mal die Diskussion an. Ich glaube, viele Menschen haben mit diesem Begriff inzwischen sogar Probleme, weil sie damit gar nicht mehr das verbinden, was zum Beispiel ich verbinden würde. Also was heißt für mich links? Oder was ist für mich das Positive an der linken Tradition? Links ist für mich, dass man sich vor allem für die Menschen einsetzt, die es schwer haben, die weniger Einkommen haben, die kämpfen müssen, die aus armen Verhältnissen kommen. Man sich dafür engagiert, dass diese Menschen Perspektiven haben, Aufstiegschancen, Bildungschancen, bessere Löhne, bessere Renten, okay, die Klassiker. Das ist links. Das ist aber immer mehr in den Hintergrund gerückt, weil man immer stärker sich auf andere Themen konzentriert hat. Also ich kann schlecht für die Ärmeren mich einsetzen und gleichzeitig sagen, ich muss aber das Leben der Menschen radikal verteuern wegen des Klimaschutzes. Ich kann auch schlecht mich für die Ärmeren einsetzen und sagen, ich bin dafür offene Grenzen für alle. Jeder, der kommen möchte, kann nach Deutschland kommen und hat hier Anspruch auf soziale Leistungen, weil das natürlich sich gerade in den ärmeren Stadtbezirken dann auch auswirkt. Das erleben wir jetzt. Das heißt, das ist ein Widerspruch. Und da hat meines Erachtens die Linke sich immer mehr von dem entfernt, was für mich links ist. Und für viele Menschen heute ist ja links eher so, das sind dann diese woken Debatten über Sprachregeln, über all diese Sachen, die man sicherlich, wenn man viel Freizeit hat und ansonsten wenig Sorgen auch führen kann, aber die ich einer alleinerziehenden Mutter, die einfach Angst hat, wie kommt sie über den Monat oder wie findet sie einen Kita-Platz, nicht erklären kann, dass das im Mittelpunkt von Politik steht. Okay, das waren jetzt mal schon mal so angedeutet Themen, über die wir dann auch reden können. Jetzt, bevor wir aber wirklich in die Inhalte gehen, möchte ich einen Exkurs starten, nämlich zu Ihrer Kleidung. Nein, weil das kennen Sie ganz bestimmt, wenn man in Talkshows war. Jetzt leider nicht so ergiebig. Und nein, wir werden jetzt nicht über Wagenknechts Kleidung reden. Die ist wie Spitzenkandidaten und Frauenquoten. Na, das kann ja gut werden. Ich glaube, das überspringen wir mal. Wir kommen mal gleich zu Asyl und Zuwanderung. Ich. So, aber kommen wir jetzt zurück zur Europawahl. Wie gesagt, 23 Seiten Programm. Ein wichtiger Punkt ist in diesem Programm, dass die Asylverfahren an der EU-Außengrenze stattfinden sollen. Jetzt muss man ja mal sagen, dass dieser Punkt eigentlich ja jetzt weggefallen ist, oder? Denn genau das wurde ja gestern, also Mittwoch, im EU-Parlament bereits beschlossen. Erstens oder? Wir sind nicht Cassandra, als wir das Wahlprogramm beschlossen haben, war es noch nicht so. Wir sagen ja in Drittstaaten und an Außengrenzen.
Und wir müssen jetzt erstmal gucken, wie das umgesetzt wird. Also ich meine, da gibt es ja sehr unterschiedliche Konzepte. Ich finde, wir müssten tatsächlich darüber reden. Und also es geht ja nicht einfach nur darum, okay, wir machen das jetzt draußen, um die Leute wegzuhalten. Sondern die Frage ist ja, funktioniert das europäische Asylrecht, wie wir es jetzt haben? Und da, finde ich, muss man klar zu dem Ergebnis kommen, es funktioniert nicht. Also Asyl soll ja ein Asylrecht, auch die Genfer Flüchtlingskonvention, soll denen helfen, die schutzbedürftig sind. Die sollen, also die verfolgt werden oder auch die vor Krieg fliehen, die sollten Schutz bekommen. Und wir haben eine aktuelle Situation, die so ist, wer es irgendwie schafft, seinen Fuß auf europäischem Boden zu setzen, der wird überwiegend bleiben. Das heißt, es gibt einen ganz großen Anreiz, Schlepper zu bezahlen, wenn man sie denn bezahlen kann, um nach Europa zu kommen. Man muss dazu finanziell in der Lage sein, man muss physisch in der Lage sein, diese sehr gefährliche Reise zu machen, die ja für viele Menschen auch tödlich endet. Und wer das nicht kann, den lassen wir im Stich. Also wer herkommt, egal ob schutzbedürftig oder nicht, bleibt im Großen und Ganzen. Und wer die Schlepper nicht bezahlen kann oder eben zu schwach dafür ist, weil er einfach, deswegen kommen ja mehr Männer als Frauen logischerweise und schon gar nicht Kinder oder wenige, der bleibt zu Hause. Und das ist ein falsches, also das hat mit dem Anliegen eines Asylrechts nichts zu tun. Und deswegen muss man versuchen, das zu verändern, indem man Asylverfahren da macht, wo auch Menschen schutzbedürftig sind, indem man zum Beispiel aus Flüchtlingslagern Kontingentflüchtlinge zu uns holt, die keine Schlepper bezahlen, weil es ist ja wirklich eine Disproportionalität. Es kommen nicht die Ärmsten und es kommen oft auch nicht die aus den Kriegsgebieten. Also Nigeria ist ein Beispiel, wo man das ganz klar sehen kann. Da ist das der Norden des Landes, da ist Krieg, da ist alles furchtbar. Da kommt so gut wie keiner nach Europa. Es kommen fast alle aus den relativ wohlhabenden und auch friedlichen südlichen Teilen des Landes, weil dort ein minimaler Wohlstand ist und der minimale Wohlstand dazu führt, dass man Schlepper bezahlen kann. Das heißt, das ist nicht etwas, das ist auch für die afrikanischen Länder ein Problem, weil wir eher die Mittelschicht zu uns holen, die dann auch ein bisschen besser ausgebildet ist, zumindest auch vor Ort eigentlich Fähigkeiten hat, die vor Ort gebraucht werden. Darf ich das mal eine Frage stellen? Wie viele Kontingentflüchtlinge würden Sie sich denn für Deutschland vorstellen? Naja, das hängt ja davon ab, wie viele nicht reguläre Flüchtlinge wir nach wie vor bekommen. Also zurzeit haben wir keine zusätzlichen Kapazitäten für Kontingentflüchtlinge. Wenn wir die irreguläre Migration radikal reduzieren, können wir dann natürlich auch Menschen aufnehmen. Was wäre denn so Ihre ideale Zahl für Flüchtlinge und Asylbewerber? Es gibt keine abstrakte Zahl, weil wir haben jetzt einfach in den letzten Jahren viel zu viel Migration gehabt. Wir sind in den ganzen Infrastruktur, Wohnungen, Lehrer völlig am Limit. Wenn man das jetzt mal wegnimmt, wenn man die letzten Jahre wegnimmt, kann natürlich ein Land im Jahr sicherlich meinetwegen 50.000 Menschen, die kommen, dann auch integrieren. Weil das Problem ist ja, wenn die Zahlen sehr hoch sind, funktioniert auch Integration nicht mehr. Und dann entstehen Parallelgesellschaften, dann entstehen auch kulturelle Probleme. Dann vor allem in einem Land wie Deutschland, wo ohnehin schon Probleme da sind. Also uns fehlen 700.000 Wohnungen. Und trotzdem geht man davon aus, wir können beliebig viele Menschen aufnehmen. Das funktioniert nicht. Das führt zu massiven Problemen, die am Ende einen einzigen Profiteur haben. Und das ist die politische Rechte, die dann natürlich bei den Stimmungen, die daraus entstehen, diese Stimmungen auch bedienen und diese Stimmungen auch in Richtung Ressentiments formen. Und das spaltet die Gesellschaft. Aber deswegen, wenn man glaube sich ich, muss man hier dringend etwas dagegen tun. Aber wenn man sich jetzt mal so die Zahlen anguckt, nicht, dann stellt man fest, dass ja die überwiegende Zahl derjenigen, die hier angekommen sind, sind Ukrainer. Nicht? Also Stand 16. März 2024. Ja, genau. Jetzt haben wir 1.149.951 Ukrainer in Deutschland. Ja, das ist die neueste Zahl. Würden Sie sagen, dass es richtig war, die aufzunehmen? Also wer aus der Ukraine kommt, vor allen Dingen auch aus dem östlichen Teil, wo der Krieg tobt, der flieht aus einem Kriegsgebiet, selbstverständlich. Und ich verstehe auch jeden jungen Mann, der versucht, die Ukraine zu verlassen, damit er dort nicht zum Kriegsdienst eingezogen wird. Und da in diesem das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also es wäre ja jetzt völlig irre, die Abschiebung von Leuten zu fordern, die dann vom ukrainischen Regime gleich an der Ukraine gesetzt werden, die ohne Ausbildung sich russischen Gleitbomben und russischer Artillerie entgegenstellen müssen. Also
Das fordern ja wirklich nur einige komplett irre Kriegstreiber, beispielsweise von der CDU, dass diese Menschen wieder in die Ukraine zurückkehren sollen. Furchtbaren Krieg verheizt wird. Also selbstverständlich. Aber die meisten, die gekommen sind, sind Frauen und Kinder. Ja, weil die Männer auch nicht raus dürfen. Genau. Also es gibt also schon in der Summe, also 600.000 junge Männer sind in der EU, 200.000 sind auch in Deutschland, also gibt es ja Zahlen dazu. Genau, dann sind dazu. Also 900.000 sind Frauen und Kinder. Ja, und weil hätten sie immer aufgenommen. Wenn sie wenn sie hierher kommen, weil sie vor einem Krieg fliehen, also es gibt ja Teile in der Westukraine, da gibt es schon ein starkes Hin- und Herbewegen, das ist ein bisschen problematisch, aber wer aus dem Krieg flieht, der muss aufgenommen werden. Aber was ich uns vorwerfe, oder auch der deutschen Regierung, ist, dass wir viel zu wenig dafür tun, diesen Krieg zu beenden. Also ja, dazu kommen wir noch. Gut, also ja, Ukraine ist ein perfektes Beispiel. Der Krieg wäre zu Ende, wenn der Westen da nicht Frieden verhindert hätte. Aber dazu kommen wir gleich noch. Wir waren ja jetzt, ja, Wagenknecht hat das BSW für eine neue Zuwanderungspolitik hier gut erklärt. Also ihr habt es gehört. Radikale Reduktion der Zuwanderung. Die meisten, die hierher kommen, haben schlicht und ergreifend kein Recht auf Asyl. Das aktuelle europäische Asylrecht funktioniert nicht, weil es auch nicht angewendet wird. Also theoretisch müsste ein Flüchtling ja in dem EU-Staat, in dem er die EU betritt, Asyl beantragen. Und das wären halt meistens Griechenland oder Italien. Und das macht keiner. Und deswegen muss man das definitiv neu regeln. Und wie gesagt, die Migration hier deutlich reduzieren. Und zu einem Beschluss des BSW, AfD-Anträgen auch zuzustimmen. Also ich gehe mal davon aus, dass es um diesen Beschluss geht. Die BSW-Fraktion im Bundestag hat nämlich beschlossen, dass wenn man Anträgen der AfD inhaltlich zustimmt, dass man ihnen dann auch in Bundestagsabstimmungen zustimmen wird. Und das ist meiner Meinung nach die einzig richtige Vorgehensweise. Das BSW sollte eine Äquidistanz zwischen AfD und Altparteien anstreben, um sich halt strategische Souveränität zu verschaffen und sich nicht von einem Block abhängig zu machen. Und dementsprechend wäre es ja völlig idiotisch, AfD-Anträge abzulehnen, wenn die AfD beispielsweise fordern würde, keine Waffen in ein Kriegsgebiet zu liefern. Also das wäre ja völlig irre, das jetzt abzulehnen, nur weil es von der AfD kommt. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, was Ulrike Herrmann hierzu zu fragen hat. Keine Probleme. Sie haben ja jetzt eben schon gesagt, dass die AfD eigentlich rechtsextrem ist, rassistische Positionen vertritt. Das ist ja auch die Meinung des Verfassungsschutzes, der sagt, dass große Teile, nicht alle, aber große Teile eben gesichert rechtsextrem seien. Trotzdem haben Sie jetzt aber nicht ausgeschlossen, im Bundestag mit der AfD zusammenzuarbeiten, wenn ich ein FAS-Interview richtig verstanden habe. Also da klang es so in diesem Interview, als würden Sie das okay finden, wenn die AfD Ihre Anträge unterstützt? Ja, ich meine, ich kann doch nicht meine Anträge davon abhängig machen, ob die AfD zustimmt. Also wo kommen wir denn da hin? Oder was ist das für ein Demokratieverständnis? Rasiertes Publikum auf jeden Fall, dass es hier klatscht. Also jetzt habe ich mal eine Frage. Gilt auch das Umgekehrte? Würden Sie einen AfD-Antrag unterstützen, den Sie richtig finden? Ich glaube, dass man mit der AfD anders umgehen sollte als bisher. Ich würde ablehnen, mit ihr in dem Sinne zusammenzuarbeiten, dass man sich zusammensetzt und überlegt, wie können wir jetzt hier gemeinsam irgendwie Politik machen. Also das ist ja, aber man kann ja Anträgen, okay, ja, jetzt windet sie sich ein bisschen rum, aber eigentlich der Beschluss der BSW-Bundestagsfraktion, so wie André Hunko ihn vorgestellt hat, reagiert, der sieht vor, wenn die AfD einen vernünftigen Antrag stellt, dann sollte man dem zustimmen. Also, ja, okay, dass man jetzt nicht gemeinsam mit der AfD einen gemeinsamen Antrag stellt, okay, ja. Also dann stellt die AfD halt einen guten Antrag und man selbst stimmt zu oder man selbst stellt einen Antrag und die AfD stimmt zu. Wie man das dann technisch macht, ist jetzt, glaube ich, nicht die relevante Frage. Mir fern. Aber ich finde schon, also wie gesagt, wenn wir Anträge einbringen oder auch wenn die CDU Anträge einbringt, das findet ja längst statt und die AfD stimmt zu, na dann ist das so. Also, nee, aber meine Frage war jetzt eine andere. Ich finde auch, dass wir gucken müssen, also ich wüsste keinen AfD-Antrag jetzt von den aktuell vorliegenden, wo ich sage, den finde ich so brillant, dem will ich unbedingt zustimmen. Es gibt aber AfD-Anträge, die zumindest in eine richtige Richtung gehen. Also es gibt zum Beispiel jetzt einen Antrag, der ist im Verfahren, dass ein Parlamentsvorbehalt gibt bei Waffenlieferungen in Kriegsgebiete.
da stehen noch andere Dinge drin, die man vielleicht problematisch, aber das ist sinnvoll. So, ich finde, wenn ein Antrag in eine richtige Richtung geht, könnte man sich zumindest enthalten. Ich halte das schon für sinnvoll, und zwar nicht, um den AfD-Antrag zu pushen, sondern um der AfD die Möglichkeit zu nehmen, alle anderen immer wieder vorzuführen. Also wenn die AfD im Bundestag beantragen würde, die CDU ist eine brillante Partei, dann würde die CDU dagegen stimmen, weil natürlich der Antrag von der AfD kommt, und dann macht die AfD eine Kampagne und zeigt allen, wie blöd die CDU ist. Ich finde, dass man dieses Spiel nicht mitmachen sollte. Und deswegen, also ich bin ja nicht deswegen in Sympathie zur AfD, dass ich finde, man sollte wie bei allen anderen Parteien auch sich Anträge angucken und danach entscheiden, was da drin steht. In der Regel ist es nicht so, dass man dem wirklich zustimmen kann, also wüsste ich jetzt aktuell nicht. Aber wenn jetzt ein Antrag zumindest von der Richtung her nicht falsch ist, finde ich nicht, dass man der AfD die Möglichkeit gibt, allen anderen sozusagen, alle anderen damit vor sich herzutreiben, dass sie aus Prinzip dagegen stimmen. Und wir haben solche Fälle auch. Und zudem macht man sich abhängig von den Altparteien, wenn man sagt, wir lehnen alles, was von der AfD kommt, grundsätzlich ab. Und ja, dann hätte man ja nur die Möglichkeit, Anträgen von den anderen zu stimmen. Und bei einer tendenziell immer weiter wachsenden AfD, ich meine, wir können ja davon ausgehen, dass die AfD in Zukunft deutlich stärker werden wird, wäre das strategisch einfach ein unglaublicher Schuss ins Bein. Also ich finde es eigentlich ein bisschen schade, wie defensiv Wagenknecht hier argumentiert. Sie ist die ganze Zeit in so einem Rechtfertigungsmodus, als müsste sie jetzt vorm Publikum rechtfertigen, warum man AfD-Anträgen zustimmt, weil es im Bundestag in den letzten 10 Jahren so eine bescheuerte Brandmauer gab, wo die Leaks-Partei ja auch mitgemacht hat. Also, heißt, ich glaube, BSW-Politiker müssen mehr aus diesem Rechtfertigungsmodus rauskommen. Also solch evident sinnvolle Sachen, wie einfach Anträgen zuzustimmen, denen man auch inhaltlich zustimmt, so etwas braucht man nicht stundenlang verargumentieren. Also da kann man einfach sagen, wenn der Antrag unser Land voranbringt, stimmen wir halt zu, weil wir inhaltlich dafür sind. Punkt. Und Parlamentsvorbehalt bei Waffenlieferungen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Also das Beispiel hat ja André Hunko auch gebracht. Also sehe ich absolut keinen Grund, warum man hier kategorisch Anträge ablehnen sollte. Landesparlamenten gehabt. Ich weiß nicht, danke an SepiTV, dass du ein Abonnement verschenkt hast. Gott, ich muss mal ein bisschen mehr auf den Chat achten. Vorpommern erinnere ich mich, da ging es um die Schließung eines Krankenhauses. Die AfD beantragt, dass das Krankenhaus nicht geschlossen wird. Es waren eine Reihe von Politikern, unter anderem damals auch die Linke, da waren wir, glaube ich, noch in der Opposition, der Meinung, dass dieses Krankenhaus natürlich nicht geschlossen werden sollte. Alle haben dagegen gestimmt, weil der Antrag von der AfD kommt. Was ist das Ergebnis? Die AfD kann ihren Wählern und überhaupt den Menschen erzählen, wir sind die Einzigen, die dafür kämpfen, dass dieses Krankenhaus weiter besteht. Ich finde, das ist kein kluger Umgang. Und ich wünsche mir nicht, dass die AfD stärker wird. Ich wünsche mir, dass man die AfD schwächer macht. Aber diese Art... Ja, natürlich sind das... Also das BSW sollte natürlich versuchen, alle Parteien stärker zu machen. Aber ja, okay, Wagenknecht ist ja auch gerade im Wahlkampfmodus. Europawahl, aber wenn wir realistisch auf die Verhältnisse schauen, dann sehen wir, dass wir eine Bundesregierung haben, die unser Land deindustrialisiert, die unsere Wirtschaft immer weiter gegen die Wand fährt, und die größte Alternative, die sich da gerade aufbaut, das ist die CDU. Und die CDU, die wird, wenn sie 2025 zusammen mit den Grünen regiert und vielleicht noch mit der SPD, nochmal ganz viele Wähler, die gedacht haben, okay, die CDU macht es jetzt anders, diese Wähler wird sie sehr wahrscheinlich enttäuschen, und davon wird auf jeden Fall die AfD profitieren, und wir müssen alles dafür tun, dass das BSW davon auch so stark wie möglich profitiert. Aber wir sollten schon, zumindest langfristig betrachtet, so viel Realismus haben, dass wir sagen, okay, die AfD ist stark, die AfD wird wahrscheinlich noch stärker werden, und so zu tun, als könnte man mit der nicht zusammenarbeiten, das ist langfristig einfach dumm. Das kannst du mit einer 10%-Partei vielleicht machen, aber nicht mit einer 20- oder 30%-Partei. Des Umgangs, die wir bisher erleben, sozusagen alle, das große Kartell der Demokraten gegen die AfD, hilft der AfD. Die AfD steht damit jetzt bei 20%. Und deswegen sollte man hier einen anderen Umgang fahren und eine differenzierte Auseinandersetzung machen. Also Ihre These ist ja, wenn dass diese 20% der AfD in den Bundesumfragen, also ist jetzt die Sonntagsfrage sozusagen für den Bundestag, dass diese 20% dadurch zustande kommen, dass die bisherigen etablierten Parteien so abgehoben seien und immer ordentlich am Wahlvolk vorbei kommunizieren.
Wenn nicht nur kommunizieren, vor allen Dingen am Wahlvolk vorbei regieren. Also es sind ja ganz konkrete Auswirkungen ihrer Politik, die für die Menschen ja wirklich nachteilig sind. Die Leute sind sauer, die sind frustriert. Das ist einer der Gründe, warum wir die Partei auf den Weg gebracht haben, weil mir eben viele gesagt haben, ich bin so sauer und ich weiß nicht, was ich wählen soll. Und ein Teil hat dann eben gesagt, na, dann wähle ich halt AfD, dann ärgere ich die wenigstens. Also die AfD hat ja diesen Faktor. Ja, aber jetzt muss ich mal da einhaken. Also besonders interessant ist ja der Fall Thüringen, denn da gibt es einen linken Ministerpräsidenten, hatten wir schon, Bodo Ramelow. Was hat denn jetzt Bodo Ramelow falsch gemacht? Mit dem Ergebnis, dass jetzt die AfD in Thüringen bei 30% in den Umfragen ist. Ja, zum einen ist es nicht nur eine landespolitische Sache, aber auch auf Landesebene. Ja, in der Corona-Zeit hat auch die Linke sehr viel falsch gemacht, auch in Thüringen. Also wir haben dort auch massiv bestimmte Dinge vertreten und verteidigt, die ich zumindest oder die, wo man auch im Nachhinein sagen muss, die waren falsch. Was denn jetzt zum Beispiel? Die langen Schulschließungen, 2G, also die Ausgrenzung, also diesen massiven Impfdruck auch Maskenpflicht an Schulen. Also das waren schon alles Dinge, die sehr problematisch waren. Wir haben sicherlich auch in der Frage Bildungspolitik, gut, die Ostländer sind immer noch ein bisschen besser in den PISA-Studien, aber auch da ist einiges falsch gegangen. Also ich will jetzt gar nicht über die Thüringer Landesregierung reden. Die hat ja auch eine schwere Situation. Sie hat keine Mehrheit, sie ist eine Minderheitsregierung, sie ist nicht handlungsfähig. Das spielt ja alles eine Rolle. Aber natürlich sind diese 30%, nehmen wir es mal jetzt weg von der Landesebene, sind ein Ergebnis vor allem natürlich auch der desolaten Ampelpolitik. Also ich meine, die AfD hat sich verdoppelt in der Zeit und das hat ja etwas damit zu tun, dass die Menschen spüren, die Energiepreise sind explodiert, sie haben ihre Kaufkraft schwindet. Wir haben in Deutschland seit 3 Jahren sinkende Löhne. Das hat es in der Bundesrepublik so noch nie gegeben. Das heißt, für ganz viele Familien, die vielleicht vorher schon nicht besonders auf Rosen gebettet waren, ist jetzt, fällt der Urlaub weg, fällt der Kindergeburtstag weg, weiß man nicht, was man zu Weihnachten legen soll. Ja, aber das wird ja alles von Bodo Ramelow auch kritisiert und trotzdem ist er jetzt... Ja, ich rede jetzt über Bundespolitik. Ja, aber das Interessante ist ja, es wird ja nicht in Berlin gewählt, es wird ja in Thüringen gewählt. Ja. Und da gibt es einen linken Ministerpräsidenten, der das auch alles kritisiert. Und trotzdem ist die Linke jetzt in Thüringen nur noch bei 17%. Und jetzt ist ja in Thüringen auch interessant, das hatten Sie ja auch schon angesprochen, dass die Oberbürgermeisterin von Eisenach, die da 12 Jahre regiert hat, sehr beliebt ist, Katja Wolf, ist ja jetzt zu Ihnen gewechselt. Also von der Linkspartei zum Bündnis Sarah Wagenknecht und hat dann auch wurde natürlich ständig interviewt, ja, wie kommt das denn? Und hat eben immer erklärt, sie würde jetzt zu Ihnen wechseln, unter anderem, um die AfD zu schwächen. Und das ist ja auch Ihr Ansatz. Sie haben Ihr Bündnis ganz nicht nur, aber auch gegründet, um die AfD zu schwächen. Jetzt ist aber das Ergebnis in den Umfragen in Thüringen, dass die AfD, wie gesagt, immer noch bei 30% ist. Und Sie sind im Augenblick bei 14%. Jetzt ist ja eigentlich, und davon kommen sehr viele Stimmen, nicht von der AfD, sondern von den anderen Parteien, von der Linkspartei und so weiter. Das heißt, irgendwie klappt doch dieses Programm nicht, zu sagen, wir schwächen die AfD, sondern die AfD ist weiterhin stark. Ja, und da wäre jetzt meine Frage. Die AfD war bei 35, ja, jetzt um das sie, mal zu... Also ja, jetzt sag mal, ist sie bei 30. Jetzt wäre 30 jetzt mal die Frage, warum erreichen Sie die AfD-Wähler nicht? Also ich habe es gerade schon erklärt, ich erkläre es gerne nochmal. Die AfD ist eine rechte Protestpartei, die grundlegend andere als viele andere Parteien. Ich würde sagen, wirtschaftspolitisch ist es gar nicht so viel anders. Das hat sich beim Interview von Maximilian Kraber, Thilo Jung auch jüngst gezeigt. An allem in Deutschland kann man was ändern, laut Maximilian Kraber, nur an der Vermögensverteilung nicht. Also die AfD ist halt eine neoliberale Partei. Das heißt, viele AfD-Wähler werden vielleicht ein böses Erwachen erleben, wenn die AfD an der Macht ist, wenn sie Migration dann eben nicht so stark begrenzt und wenn die neoliberale Wirtschaftspolitik weitergeht und sogar noch verschärft wird. Denn es ist, wie gesagt, dass die Migration deutlich begrenzt wird, halte ich für unwahrscheinlich. Ist auch in Italien nicht passiert unter den rechten Parteien, die an der Macht waren. Und ja, was sehr viel wahrscheinlicher ist, ist, dass gegen deutsche Arbeitslose und Arme härter vorgegangen wird. Das ist in Italien nämlich passiert. Da hat man Italiener nämlich einfach das Bürgergeld, eine Sozialleistung, die von der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega vorerst eingeführt worden war, wieder komplett gestrichen. Also, ja, wie gesagt, da könnte vielen AfD-Wählern böses Erwachen blühen, aber aktuell wird die AfD noch von vielen als
Partei wahrgenommen, die viele Sachen grundsätzlich anders machen will. Und angesichts einer Bundesregierung, die wie gesagt gerade unser Land deindustrialisiert, die Bevölkerung verarmt, die wirtschaftlichen Grundlagen, auf denen unser gesamtes Sozialsystem, unsere gesamte Infrastruktur, auf der alles hier steht, die bewusst und absichtlich vernichtet, vor allem durch diesen völlig irren Wirtschaftskrieg gegen Russland, ja, da suchen sich die Menschen natürlich Alternativen und ein Teil geht zur AfD und BSW muss jetzt alles dafür tun, dass ein möglichst großer Teil zu BSW geht. Also halte ich es für sinnvoller, eher Wähler der Altparteien zu überzeugen, denn man muss es mal so sehen, selbst in den ostdeutschen Bundesländern, wo die AfD bei 30% steht, wählen ja immer noch 70% der Leute nicht AfD. Das heißt, der Pool von Leuten, die nicht AfD wählen, der ist wesentlich größer als der Pool von Leuten, die AfD wählen. Das heißt, von denen, die nicht AfD wählen, von denen kann man wesentlich mehr überzeugen. Die Altparteien sind für uns aktuell noch der gefährlichere Gegner als die AfD, weil sie alle Institutionen kontrollieren. Die AfD stellt keinen einzigen Ministerpräsidenten, kein einziger Minister war noch nie in der Bundesregierung beteiligt. Auch in der EU-Kommission, im EU-Parlament hat die AfD auch nichts zu melden. Also da jetzt so eine Panik vor der AfD zu schüren, halte ich dann doch für etwas albern. Der Altparteienblock ist aktuell der wesentlich gefährlichere Block. Und an der Stelle nochmal danke an X-Word Els, dass du ein Abonnement verschenkt hast oder dir selber gekauft hast. Ich gucke gerade nochmal. Dir selber gekauft hast. Vielen, vielen Dank. Hast du eigentlich vor, Parteimitglied beim BSW zu werden? Ich habe es schon gesagt, ich habe einen Antrag gestellt, der ist noch nicht beschieden und Wagenknecht hat ja gerade gesagt, das könnte noch länger dauern. Wir sind gegründet worden im Januar, am 8. Januar. Wir sind jetzt gerade mal Mitte April. Zu sagen, mein Gott, warum hat die Partei nicht innerhalb von 4 Monaten die AfD halbiert, finde ich jetzt auch ein bisschen... Da kommen doch auch viele Faktoren zusammen. Also Wähler sind ja jetzt auch nicht so, also zum einen kann man schon sehen, dass es da eine gewisse Wählerwanderung gibt. Also die gibt es tatsächlich von der AfD, es gibt sie auch von anderen Parteien. Aber wie gesagt, wir kommen ja jetzt in ein Feld rein, was die AfD seit Jahren bestellt. Also im Bundestag ist die AfD als Fraktion vorhanden mit einer ganz anderen Möglichkeit, parlamentarisch zu agieren. Also wir haben zurzeit das Problem, dass wir, wenn wir einen Antrag einbringen, wird der frühestens 3 Monate, glaube ich, später oder 3 Wochen, also jedenfalls viel, viel später erst abgestimmt. Also wir können Dinge, die Fraktionen können, die dürfen wir alle gar nicht. Wir haben auch nicht, und das ist tatsächlich ein ganz ernstes Problem. Die AfD hat seit 2017 sehr systematisch, und da haben die wirklich gewusst, warum sie das machen, eine massive Kampagnenfähigkeit in den sozialen Medien aufgebaut. Die hat richtig viel Geld da reingesteckt, viele Ressourcen. Und die AfD ist in den sozialen Medien, also alles, was sich dort bewegt, von TikTok über Instagram, YouTube, sehr, sehr stark. Sie haben dort richtig Kapazitäten. Und ich meine, ich habe persönlich auch relativ starke Kanäle, weil ich das früher auch immer gepflegt habe. Aber das ist nicht vergleichbar damit, dass eine Partei über viele Jahre mit viel Ressourcen, mit viel Geld Social-Media-Kompetenz aufbaut. Also dagegen kann man nicht innerhalb von 2 Wochen irgendwie antreten. Okay, aber trotzdem nehme ich jetzt so mit, dass eigentlich ihr Ziel ist, die AfD zu halbieren. Nein, unser eigentliches... Also dieser Rechtfertigung, also... Ich weiß nicht, worauf Wagenknecht sich hier eingestellt hat, aber sie muss sich ja nicht rechtfertigen. Bisher gingen die Fragen von Ulrike Herrmann noch. Ich befürchte, das wird beim Ukraine-Thema deutlich kritischer werden. Aber Wagenknecht muss sich doch nicht rechtfertigen. Sie erzählt wirklich nur sinnvolle Sachen. Da muss sie doch nicht noch dreimal erklären, warum das jetzt doch sinnvoll ist und warum die AfD doch irgendwie ein Gegner ist. Weiß ich nicht. Also, okay, ist das Interview länger, wenn Wagenknecht länger redet, kann Herrmann weniger Fragen stellen, vielleicht liegt es auch daran, vielleicht ist das so ein rhetorischer Trick, ich weiß es nicht, aber dieses ständige nochmal extra rechtfertigen, warum man das gerade tut, was man tut, anstatt einfach den Grund zu nennen und dann nicht nochmal hinterher zu schieben, ja, aber wir wollen die AfD ja noch bekämpfen, ja, finde ich rhetorisch nicht so glücklich. Welches Ziel ist, die Politik in Deutschland zu verbessern? Oh. Das andere ist ein Nebeneffekt. Das war eine gute Antwort. Kaum kritisiere ich sie direkt danach. Das war eine basierte Antwort. Also genau das hätte sie vorher auch schon die ganze Zeit sagen können. Unser Hauptziel ist nicht die Bekämpfung der AfD. Unser Hauptziel ist, dass in Deutschland eine andere Politik gemacht wird. Und
wenn man jetzt aus strategischer Sicht drauf sieht, dann ist der Altparteienblock gerade doch der wesentlich mächtigere Gegner, der eine vernünftige Politik verhindert, im Gegensatz zur AfD. Gerade schreibt es gerade einer im Chat, Wagenknecht sei sozialistisch. Nee, ist sie nicht. Also da beschreibst du vielleicht die Wagenknecht von vor 15 Jahren, aber ihre Auftritte auf ihrem YouTube-Kanal angucken, kannst dir angucken, was er sonst so erzählt. Sie ist ja sozialliberal, könnte man das beschreiben, oder eine Sozialdemokratin. Also sie wäre wahrscheinlich in der FDP-SPD-Koalition aus den 70er Jahren gut aufgehoben gewesen, von ihren wirtschaftspolitischen Positionen her. Also ihre Analyse war ja bisher, dass Sie gesagt haben, ja, also ein wichtiges Thema, das dann auch die Leute zur AfD treibt, ist eben die Migration und die fehlende Integration und so weiter. Jetzt ist ja aber besonders auffällig, auch keine neue Erkenntnis, dass die AfD besonders stark ist in Gegenden, wo es kaum Migranten gibt. Also ländliche Gebiete. Auch das ist relativ leicht erklärt. Die Leute sehen die Verhältnisse in Berlin oder im Ruhrgebiet und denken, oh Gott, hier in der sächsischen Provinz ist es ja noch ganz schön. Ich will nicht, dass es so wird. Also das kann man doch total einfach erklären. Die Menschen sehen die negativen Folgen der Migration in anderen Regionen und entsprechend versuchen sie dann das zu verteidigen, was ihnen an ihrer Heimat lieb und teuer ist. Und Caliban fragt gerade im Chat, ordoliberal? Ja, sie lobt auch einige Punkte der Ordoliberalen. Aber das Programm ist größtenteils sozialdemokratisch. Also das ist also vor allem stärkeres Kartellrecht, vor allem Stärkung von Wettbewerb, Zerschlagung von Großunternehmen, das hat sie von den Ordoliberalen übernommen tatsächlich. Aber ihr Programm ist sonst sehr sozialdemokratisch. Also der Ordoliberalismus war die deutsche Variante des Neoliberalismus und die Ordoliberalen, die waren im Gegensatz zu anderen Neoliberalen der Meinung, dass es staatliche Institutionen brauche, um Wettbewerb sicherzustellen. Beispielsweise das Bundeskartellamt. Und damit haben sie ja recht, da unser Wirtschaftssystem immer Richtung, also in den meisten Sektoren Richtung Monopolisierung tendiert und irgendwann wenige große Oligopole bzw. Monopole entstehen, die den Wettbewerb verhindern. Und dementsprechend haben wir, wie gesagt, ein Bundeskartellamt und das will Wagenknecht beispielsweise deutlich stärken. Das wäre jetzt ein ordoliberaler Punkt, aber der Rest vom Programm, Umverteilung von den Reichen zur arbeitenden Bevölkerung oder eine aktive staatliche Lohnpolitik, eine wachstumsfördernde Zins- und Fiskalpolitik, all das sind ja eigentlich sozialdemokratische Punkte. Im Osten, ja. Ich komme noch mit dem Beispiel und dann sind Sie wieder dran. Also ein Beispiel, das wirklich für Furore gesorgt hat, war der Saale-Orla-Kreis. Da ist der Ausländeranteil 5,2%. Ja. Trotzdem, als dann die Stichwahl zum Landrat anstand, hat der AfD-Kandidat 47,6% bekommen. Also er konnte gerade noch verhindert werden, indem alle anderen Parteien sich dann hinter der CDU gesammelt haben. So, das zeigt doch eigentlich, dass in Gebieten, wo fast keine Ausländer sind, die AfD eine derartige Dominanz erzielt, dass es jetzt eigentlich nicht um die Ausländer gehen kann, sondern das. Wie gesagt, das ist dieser typische Denkfehler. Ich weiß gar nicht, ob wir uns da gleich Wagenknechts Antwort absehen müssen, denn eigentlich ist es relativ klar. Die Leute sehen, wie es in Berlin aussieht und die haben keine Lust, dass in ihrer Region bald auch so sein wird. Relativ einfach zu erklären. Vielleicht dann tatsächlich sowas doch eine Rolle spielt wie Rassismus, also dass den Wählern tatsächlich aufgefallen ist, dass in Thüringen Höcke eine Art Ariatum vertritt. Das ist, macht er ja nun schon seit Jahren. Das weiß ja jeder und sie wählen dann trotzdem die AfD. Das ja, muss er dann, das und obwohl da gar keine Ausländer sind, das muss doch irgendwie eine andere Erklärung haben, als zu sagen, es sind zu viele Migranten im Land. Es ist ja auch nicht das einzige Thema, mit dem die AfD mobilisiert. Die AfD hat zum Beispiel in der Corona-Zeit sehr stark ihr Renommee ausgebaut, weil sie die einzige war, die bestimmte Dinge kritisiert hat. Die AfD hat eine Position zum Ukraine-Krieg. Das hat sicherlich auch im Osten viele Leute auch erreicht. Und es ist natürlich auch dieses generelle, also der Eindruck der Menschen, und der ist ja berechtigt, dass in Berlin Leute regieren, die von irgendwelchen Ideologien getrieben werden, aber wenig Kompetenz und wenig Fähigkeit haben, Dinge umzusetzen und ihr Leben zu verbessern. Okay, Wagenknecht sagt jetzt, dass es noch andere Themen als Migration gäbe. Und da hat sie sicherlich recht, natürlich. Aber im Chat schreibt gerade Caliban, bin selbst Gast
und denke, Gastarbeiterkind und denke über Migration auch so. Ich kann mir Essen und Wuppertal sowie Duisburg nicht mehr geben. Ja, das meine ich ja. Also Zustände in deutschen Großstädten, der Anstieg der Kriminalität, die immer stärkere soziale Polarisierung, all das wird durch Migration natürlich massiv verstärkt. Also das, man muss ja wirklich die Augen vor der Realität verschließen, um das zu leugnen. Das führt zu einem großen Frust und zu einer Verärgerung und auch zu einem Gefühl, das, was ich will, das, was mir wichtig ist, das, was mein Leben ausmacht, das interessiert die dort doch gar nicht. Und das ist zum Beispiel in diesem Saale-Orla-Kreis, ich kenne ja Thüringen ein bisschen, auch in anderen Bereichen. Das sind ländliche Regionen, da fährt kein Bus mehr, da ist der letzte Briefkasten abgebaut, der letzte Landarzt hat zugemacht. Da ist nichts mehr. Junge Leute gehen weg. Das ist ja auch für die Elterngeneration, das ist im Osten zum Beispiel wirklich auch ein Problem. Natürlich möchten Eltern, dass ihre Kinder vielleicht dann in der nächsten Stadt wohnen, okay, und nicht um die Ecke, aber irgendwie in Reichweite. Wenn die dann alle nach Bayern gehen oder nach Baden-Württemberg und dann vielleicht nur noch alle 2 Monate vorbeischauen, man empfindet das als Degradierung dessen, was man ja als Heimat oder als, ja, schon als... Ja, stimmt, das kommt im Osten natürlich dazu. Also im Osten, da hat man in den 90ern diesen extremen wirtschaftlichen Absturz gehabt und seitdem haben sich diese Regionen nicht mehr erholt. Demografisch wird es immer schlimmer. Die Alten sterben weg und es werden zu wenige Kinder geboren und die ganzen Jungen, die sind in den 90er Jahren schon größtenteils ausgewandert. An der Stelle danke an Karim für das Abonnement. Ihr seid ja heute richtig fleißig. Als sein Zuhause ansieht. Das kann ich nochmal dazu sagen, ich komme ja selber aus einer eher ländlichen Region und da hat man eher keine Probleme mit Zuwanderung. Deswegen ist da schon die Differenz in einigen westdeutschen Großstädten schon sehr krass, wenn man sich das ansieht. Die wird immer schwächer, die Kaufkraft sinkt, die Infrastruktur wird schlecht und dann ist man natürlich, fühlt man sich von der Politik im Stich gelassen. Das sind alles Dinge, die neben Migration eine Rolle spielen. Also zur Migration noch ein Punkt, das gibt schon Studien, dass bei Migration gar nicht die Frage ist, wie viel absolut, das ist auch gar nicht relevant. Weil es gibt gut also integrierte... Sie machen doch ständig Höchstgrenzen, das ist eine quantitative Aussage. Das ist aber, wenn Sie sagen, wie viele Ausländer oder wie viele Menschen ohne deutschen Pass gibt es irgendwo, das sind ja ganz unterschiedliche Menschen. Das sind Menschen, die sind gut integriert, die gehen normaler Arbeit nach, das ist da überhaupt nicht die Frage, sondern das, was tatsächlich relevant ist, ist die Veränderung der Zahl. Wenn die Veränderung sehr schnell nach oben geht, dann scheitert meistens auch Integration und dann entstehen Probleme. Also die absolute Zahl, ich meine im Ruhrgebiet oder in Nordrhein-Westfalen, es gibt viele Bereiche, da ist es von vornherein eine hohe Zahl, aber ein erheblicher Teil davon ist gut integriert. Und dann gibt es Bereiche und auch Viertel, wo sich die Probleme ballen. Und das ist mit den absoluten Zahlen überhaupt nicht erklärbar. Also das ist, ich meine, auch in Prenzlauer Berg gibt es genügend Menschen, die keinen deutschen Pass haben, aber das ist dann vielleicht der IT-Spezialist und der Arzt. Und das ist ja eine ganz andere Art von Migration. Und da entstehen dann auch natürlich nicht diese Probleme. Also deswegen ist diese absolute Zahl relativ wenig aussagekräftig. Okay. Aber es sind eben auch die anderen Probleme, die mindestens genauso wichtig sind. Migration ist nur eins davon. Ja, also Sie hatten ja gerade gesagt, dass Thüringen ganz dramatisch darunter leidet, dass alle weggehen. Da muss ich jetzt mal sagen, das stimmt nicht mehr. Der Wanderungssaldo von Thüringen ist ausgeglichen. Es gehen genau. Das stimmt nicht mehr. Das ist ja wunderbar. Ich habe es gerade gesagt, in den 90ern sind alle jungen Leute abgehauen. Die Geburtenrate ist kollabiert. Und jetzt kommen natürlich viel zu wenige junge Leute. Ob die jetzt einen ausgeglichenen Wanderungssaldo haben oder nicht, die Bevölkerung schrumpft trotzdem enorm viel stärker als in Westdeutschland. Selbst bei einem ausgeglichenen Wanderungssaldo. Also, ja, das ist eigentlich ziemlich leicht erklärt. Genauso viele. An der Stelle nochmal danke an Seppi, dass du ein Abonnement verschenkt hast. Weg wie kommen. Aber in die Städte. Ja, also aber Erfurt, ich meine jetzt, Jena. Aber naja, Erfurt ist da jetzt die nicht so weit weg. Ja, also wenn ich jetzt rechtsextrem wählen muss in Thüringen, weil mein Kind nach Erfurt zieht, ne? Nein, das so Kind groß ist jetzt Thüringen aber nicht, dann ist das ja erschütternd. Naja, so, das Kind zieht aber schon in Größenordnung nicht nach Erfurt, sondern zum Beispiel hat Thüringen ein Lehrerproblem, auch Sachsen, weil eben zum Beispiel Bayern nicht weit weg ist, da sind die Bedingungen anders, auch die Gehälter übrigens. Also wenn ich im Automobilbereich arbeite, kriege ich in Bayern
Bayern ein ganz anderes Gehalt als in Thüringen. Wie gesagt, der Wanderungssaldo ist ausgeglichen. Es kommen genauso viele Leute aus Westdeutschland nach Thüringen, wie aus Thüringen nach Westen gehen. Also das kann jetzt irgendwie nicht stimmen. So, jetzt noch die letzte Frage. In den Saale-Orlei-Kreis bestimmt nicht. Nein, das ist... Obwohl der schön ist. Also genau. Diesen Einwand habe ich schon vorher gesehen, deswegen kommt jetzt die allerletzte Frage und dann können Sie erstmal in die wirklich wohlverdiente Pause gehen, bevor es dann zum nächsten heißen Thema geht, nämlich zur Ukraine. Aber jetzt meine letzte Frage. Also Sie sagen ja, das Problem ist, es ist halt ländlich und das erklärt dann eben den Orla-Saale-Kreis. Jetzt haben wir aber ein Bundesland in Westdeutschland, das ist auch sehr ländlich, nämlich Schleswig-Holstein. Und da ist es so, dass die AfD 2022 wieder aus dem Landtag geflogen ist, in dem sie schon saß. Sie hat nämlich nur 4,4% bekommen. 2022, Corona war schon, der Ukraine-Krieg lief schon. Jetzt die Frage an Sie. Was macht der CDU-Ministerpräsident Daniel Günther alles richtig? Also ich kenne nicht die aktuellen Zahlen von Schleswig-Holstein, wo die AfD heute dort stünde. Sicherlich hat das auch was damit zu tun, wer für die AfD dort agiert. Vielleicht macht Daniel Günther auch manches richtig, kann schon sein. Also da fühle ich mich jetzt ein bisschen überfordert, die Landespolitik in Schleswig-Holstein zu kommentieren. Aber ich glaube, wie gesagt, diese 22, da hat die Ampel gerade erst angefangen. Meine These wäre, dass auch dort jetzt die Werte deutlich höher wären. Also nicht unbedingt landespolitisch, aber für die Bundespolitik. Und dass man eben auf Landesebene... Ich habe hier gerade eine Wahlumfrage von Ende 2023 gefunden, vom 15. November, um genau zu sein. Da lag die AfD bei 12% und wäre damit 14% in Schleswig-Holstein. Also geringer als im Bundesschnitt. Fast 10% geringer sogar, aber deutlich im Landtag. Also auch da wäre die AfD zweistellig im Landtag vertreten. Also Wagenknecht hat auch hier, obwohl sie es nur vermutet hat, tatsächlich recht. Teilweise gegensteuern kann, das ist sicherlich so. Auch eine gute Regierung, wie gesagt, in Thüringen war eben auch das Problem einer nicht mehrheitsfähigen Regierung. Das ist immer handlungsunfähig. Das kann man schon auf Landesebene etwas kompensieren. Aber am Ende geht es ja schon darum, dass wir einfach auf Bundesebene eine andere Regierung brauchen und dass die Menschen einfach auch erwarten können, in einer Situation, wo es weltweit viele Krisen gibt, wo auch sicher vieles schwierig ist, dass sie eine Regierung haben, wo sie das Vertrauen haben, dass sie versucht, sie gut durch diese Krisen zu navigieren und dass sie nicht zu all den objektiven Problemen, die es ja auch gibt, noch ganz viele zusätzliche Probleme schafft, weil sie einfach nicht in der Lage ist, eine vernünftige Politik zu machen. Und dass also, das da muss schon jetzt noch für eine, unser Land Schaden anrichtet, das glaube ich, ist noch eindeutig so. Noch ganz kurz eine letzte Frage stellen. Also Sie haben ja noch mal gesagt, also eigentlich ist das Problem die Bundesregierung, die muss abgelöst werden. Deswegen jetzt die Frage an Sie. Werden Sie als Bundeskanzlerin kandidieren? Also als Kanzlerkandidatin, so wäre ja, gut, das wäre, also wir liegen zurzeit bei den Umfragen zwischen 5% und 7%. Da ist es etwas lächerlich, als Kanzlerkandidat anzutreten. Obwohl, ich meine, gut, also immerhin liegen wir vor einer Regierungspartei, darauf bin ich auch stolz, also in allen Umfragen. Aber sollten wir nach diesem Wahljahr, wenn wir hoffentlich sehr gute Wahlergebnisse haben, andere Werte haben, werden wir die Frage noch mal diskutieren. Aber ich finde, man sollte da wirklich immer auf dem Teppich bleiben und das wirklich auch davon abhängig machen, wo man gerade steht und ob das realistisch ist oder nicht. Ja, also wie schon angekündigt, letztes Thema, das natürlich dringend... Ja, damit sind wir beim nächsten Thema. Dazu kommen wir gleich.